Eignet sich Agavendicksaft als Alternative zu Zucker? Das verrate ich dir heute im Real Talk mit FMK. Viel Spaß dabei! Agavendicksaft oder auch Agavensirup ist ein natürlicher Zuckerersatz und wird, wie der Name unschwer erkennen lässt, aus der Agave gewonnen. Die Agave ist ein mittelamerikanischer Kaktus, aus dem unter anderem auch Tequila hergestellt wird. Um Agavendicksaft herzustellen, wird der Saft der Agave abgezapft und zu Sirup eingekocht. Im Vergleich zu Honig ist Agavensirup dünnflüssiger und schneller löslich. Allerdings besitzt Agavendicksaft eine stärkere Süßkraft als Honig. Zudem ist zu erwähnen, dass Agavensirup vornehmlich in Mexiko hergestellt wird. Besonders von Veganern wird Agavendicksaft gerne zum Süßen verwendet, um Honig oder Zucker, industriell hergestellten Zucker, zu vermeiden. Je nach Süßkraft besitzt der Agavensirup eine unterschiedliche Farbe, ähnlich wie dies bei Ahornsirup der Fall ist. So gibt es den nahezu durchsichtigen Agavendicksaft, der nur eine ganz leichte süßliche Note hat, im Grunde aber fast neutral schmeckt. Der bernsteinfarbene Sirup hat eine stärkere Karamellnote, die sich in der dunklen Sirup-Variante in ihrer vollen Stärke zeigt. Je dunkler also die Farbe des Ahornsirups bzw. des Agavensirups, desto intensiver ist der Geschmack. Kommen wir nun erstmal zu den Vorteilen von Agavendicksaft als Alternative zu Zucker. Der von den Agaven entnommene Agavennektar, der schließlich zu Agavendicksaft weiterverarbeitet wird, besteht größtenteils aus Fructose und Glucose, wobei der Anteil an Fruchtzucker, also der Fructose, mit bis zu 80% deutlich überwiegt. Da der glykämische Index ausgesprochen niedrig ist, hat der Genuss des Agavensirups kaum Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Die glykämische Last von Agavendicksaft gehört zu den niedrigsten unter allen Süßungsmitteln. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die extreme Süßkraft. Die Süßkraft von Agavendicksaft ist höher als die von vergleichbaren Zuckeralternativen. Auch im Vergleich zu Rohrzucker hat Agavendicksaft eine 1,4-mal stärkere Süßkraft. Des Weiteren ist die Löslichkeit des Agavendicksafts enorm gut und deswegen kann er auch ohne Probleme zum Abrunden von Salatsoßen oder zum Süßen von Kalt- oder Heißgetränken verwendet werden. Aber auch als Brotaufstrich oder zum Süßen von Müsli und zum Backen eignet sich Agavensirup hervorragend. Als weiterer Vorteil sind die stärkere Süßkraft sowie die etwas geringere Energiedichte von Agavendicksaft zu nennen. Während es 100 Gramm Rohrzucker auf 387 Kalorien bringen, schlagen 100 Gramm Agavendicksaft nur in Anführungsstrichen 304 Kalorien zu Buche. Agavendicksaft ist damit etwas kalorienärmer als andere Zuckeralternativen. Nur die Kalorienbilanz von Ahornsirup fällt noch besser aus. Ein weiterer Punkt ist, wenn Agaven zu dickflüssigem Sirup verarbeitet werden, bleiben Spurenelemente, Mineralstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe erhalten. Einschränkend muss man dazu aber auch sagen, dass man große Mengen Agavendicksaft zu sich nehmen müsste, um davon schlussendlich zu profitieren. Und der letzte und auch wichtige Pro-Punkt für Agavendicksaft. Agavendicksaft ist einfach überall erhältlich. Ob im Supermarkt, in Drogeriemärkten oder auch übers Internet, online. Man muss also nicht lange suchen, um fündig zu werden. Und was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, gerade im Vergleich zu anderen exotischen Zuckeralternativen wie Kokosnektar, ist Agavendicksaft recht preiswert. Nachdem wir nun die ganzen Vorteile von Agavendicksaft als Alternative zu Zucker genannt haben, kommen wir nun natürlich auch zu den Nachteilen. Da haben wir eben auch von Fructose bzw. Fruchtzucker gesprochen. Und der hohe Anteil an Fruchtzucker bzw. Fructose im Agavendicksaft kann bei Fructoseintoleranz zu Unverträglichkeit führen, was sich in der Regel in Bauchschmerzen, Blähungen, Reizdarmsyndrom oder natürlich auch Übelkeit zeigen kann. Zudem kann ein übermäßiger Genuss von Fructose zu Übergewicht und Fettleibigkeit führen und eine verringerte Glukoseverträglichkeit sowie die verstärkte Bildung von Harnstoff die Folge sein. Agavendicksaft besteht maßgeblich und hauptsächlich aus Fructose, einem Einfachzucker. Dieser macht etwa 70% aus. Warum dies kritisch zu sehen ist? Naja,
weil hohe Fructosemengen die hormonelle Gewichtsregulierung wirklich beeinflussen kann. Die verstärkte Aufnahme von Fructose über industriell gefertigte Lebensmittel fördert die Einlagerung von Fetten im Fettgewebe und auch in der Leber sowie auch insgesamt Fettleibigkeit. Im Gegensatz zum natürlichen Fruchtzucker in Obst und Gemüse erhöht der in verarbeiteten Produkten enthaltene Fruchtzucker das Risiko für verschiedene Krankheiten wie das metabolische Syndrom. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät daher, auf Fructose, also den Fruchtzucker, als Zuckeraustauschstoff in industriell gefertigten Lebensmitteln zu verzichten. Insbesondere Diabetiker sollten einen erhöhten Verzehr von Fruchtzucker bzw. dem Fructose enthaltenen Lebensmitteln wirklich gänzlich meiden. Und nun ein letzter wichtiger Aspekt, der wirklich zu erwähnen ist. Da Agavendicksaft meist in Mexiko, also Mitte Amerika, gewonnen wird, muss er eine wirklich ganz, ganz lange Reise zurücklegen, bis er schlussendlich bei uns im Supermarkt steht. Also nachhaltig ist Agavendicksaft daher nicht unbedingt. Im Endeffekt kann man immer und überall das Haar in der Suppe suchen, wenn man sich nur ausgewogen ernährt, das heißt alles in Maßen isst und darauf schaut, woher die Lebensmittel kommen bzw. wie diese be- oder auch verarbeitet werden, dann ist man schon auf einem richtig guten und vor allem gesunden Weg. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute und ganz viel Gesundheit, euer FMK. Bis dahin, ciao, ciao.